Was machen Sachen? Ja, willkommen zum neuen Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr eure Charaktere halt mit Unity soweit vorbereiten könnt, dass ihr die in VC-Face nutzen könnt. Ich wurde das öfteren nochmal angeschrieben, ich soll das nochmal genauer erklären, wie man halt einen Charakter, den man in Blender oder in anderen Programmen halt komplett erstellt hat oder halt bearbeitet hat, wieder so weit in Ordnung kriegt, dass sein VC-Face funktioniert. Oder im Falle auch in anderen Programmen, die halt dieses VRM-Format haben. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir müssen Unity erstmal starten. So, jetzt einmal zu Unity. Wir brauchen eine bestimmte Version von Unity, da wir halt wieder ein Plugin runterladen möchten. Beide Sachen sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir brauchen die Version 19.4. Und die neueste von der 19.4 ist zurzeit die 31F1. Das ist okay. Solange hier 19.4 steht, seid ihr auf der richtigen Seite. Das braucht ihr. Wir machen ein neues Projekt auf. Und wählen auch hier 3D. Wir geben dem Ganzen einen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal Lucy Test VM. Einfach, dass ich weiß, was es ist. Ihr dürft das benennen, wie ihr wollt. Ist vollkommen egal. Hier könnt ihr eure Location nochmal ändern. Je nachdem, wo ihr das Projekt an für sich abspeichern möchtet, könnt ihr das hier ändern. Und dann einfach kreieren. Und jetzt müssen wir ganz kurz auf Unity warten. In der Zwischenzeit zeige ich euch das Plugin. So, wir sind wieder auf unserem bekannten GitHub und auch hier kriegen wir das Plugin her. Einfach hier das Unity-Package runterladen. Und das war's auch schon. So, nachdem Unity endlich fertig ist und sich das erste Mal geöffnet haben, können wir unser Plugin installieren. Wir gehen hier in unsere Assets rein. Import Package, Custom Package. Wir gucken, wo wir das abgespeichert haben. In meinem Fall unter Downloads. Da ist es. Öffnen. Und kurz warten. Dann einmal auf Import drücken. So, wenn das jetzt alles installiert ist, kriegen wir noch einmal die Frage, wollen wir den Color Space von Gamma in Linear umstellen? Das machen wir. Da die meisten anderen Programme auch in dem linearen Color Space arbeiten, macht das tatsächlich Sinn, den zu tauschen. Und dann sind wir auch soweit erstmal fertig, was das Vorbereiten angeht. Jetzt brauchen wir unseren Charakter natürlich. Übersichtshalber mache ich mir einfach einen neuen Folder. Und mache für Lucy einen Folder. Doppelklick fürs Öffnen. So, kommen wir einmal kurz zum Mesh, weil in Blender sieht man es einfach besser wie in Unity, weil hier einfach schön alles angezeigt wird. Wir brauchen einmal natürlich das Mesh an sich. Wir brauchen den Charakter, um den es geht, plus ein Rig. Wichtig ist hier, wir brauchen einen Humanoid-Rig, sonst funktioniert das nicht. Diese ganzen Programme funktionieren nur mit Humanoids. Falls ihr irgendwelche Vierbeiner oder solchen Geschichten habt, funktioniert es nicht. Ihr müsst das Rig an sich, muss halt einen Kopf haben, zwei Beine haben, zwei Füße haben und ein Torso. Das braucht. Das muss da sein. Man kann da ein bisschen tricksen, wenn man beispielsweise eine Meerjungfrau hat, dass man sagt, okay, ich lasse die Füße und Beine im Rig da. Ich tue da aber mit Raid Paint einfach nichts zuordnen und mache einfach nochmal extra Bones dazu und tue die dann Raid Paint und mit ein bisschen Physics sieht es dann aus, als würde sich der Schweif bewegen. Möglich, man kann ein bisschen tricksen. Generell könnt ihr hinzufügen, was ihr wollt. Ihr könnt Ohren hinzufügen mit Bones, Flügel, Schweife, was auch immer ihr so möchtet. Dazufügen ist nicht das Problem, nur wegmachen dürft ihr halt von der Basis nicht, sonst funktioniert es nicht. Ihr dürft auch die Hierarchie nicht verändern, sonst gibt es Probleme. Man kann ein bisschen was in Unity fixen, falls irgendwo ein Fehler untergekommen ist, aber man kann halt nicht alles fixen. Es ist leichter, Sachen tatsächlich in Blender zu fixen als in Unity, es funktioniert flüssiger. So, und jetzt wollen wir das Ganze in Unity importieren. Es gibt hier zwei Hauptwege, die das machen kann. Mir kann sagen, okay, ich rendere das alles als FBX raus, ich markiere mir, was ich haben möchte und sage Export FBX. Oder wir packen die komplette Blender-Datei, so wie sie ist, in Unity. Und Unity macht uns davon eine Kopie, die wir tatsächlich noch bearbeiten können, falls irgendwas nicht funktioniert. Finde ich persönlich die bessere Variante, weil es schleichen sich immer mal Fehler ein. Es geht beim Konvertieren irgendwas nicht so glatt, wie man das gerne hätte. Meistens ist es tatsächlich das Raid Paint, weil Unity das Raid Paint doch ein bisschen kroppt und ein bisschen verändert, weil es halt nicht so feine Nuancen hat, wie jetzt das in Blender funktioniert. Ihr müsst aufpassen, dass in der Szene nichts weiteres ist. Kamera und Licht etc. Solltet ihr rausmachen, wenn ihr die halt nicht mit in der Szene haben möchtet. Und ja, dann einmal wird das gespeichert. Und dann ziehen wir einfach die komplette Datei einfach in die Szene. Das war Lucy Update. Einfach reinziehen. Kurz warten. So, jetzt haben wir unser Asset schon mal drin, hat alles funktioniert. Wenn wir hier den Pfeil drücken, kriegen wir halt auch nochmal aufgeteilt, was jetzt alles da in dem angelegt ist. Wenn man doppelt Klick drücken, geht Blender auf und wir haben das. So, und wundert euch nicht, dass das jetzt alles pink ist. Das ist tatsächlich eigentlich richtig.
Blender und Unity haben so ein paar Problematiken, was das Importieren der Shader und Texturen angeht. Wie man halt hier sieht, das ist dann halt alles pink. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Materialien machen wir ja nicht in Blender, sondern tatsächlich in Unity. Da wir halt da auch den Shader anpassen müssen. Macht mehr Sinn. Dann ziehen wir das erstmal in unsere Szene rein. Einfach hier. Direkt in unsere Hierarchie rein. Hat den Vorteil, unser Charakter ist direkt auf 000. Direkt in der Mitte, wo er sein soll. Und halt käseweiß. Ich mache mal nochmal einen Folder. Den nenne ich mir Materialien. Machen wir Doppelklick. Und ich packe mir da erstmal meine Texturen rein. Das haben wir hier. Das müssten alle sein. Das sind zu viele. Das ist noch Jonas. Ich glaube, das war alles für Lucy. Nehmt ihr das. Ihr zieht es einfach Drag and Drop rein. Und das wird auch importiert. So. Und alle Texturen, die wir brauchen, sind hier drinne. Wir machen jetzt als erstes das Material, weil es einfach schöner aussieht. Dann haben wir ein bisschen was zum Gucken. Ich wundern! Ich habe ein Upsi gemacht. Ich habe euch erklärt, wie man die Materials aufsetzt und habe dabei nicht realisiert, dass ich mit meinem Charakter einfach alles bedecke. Und ja, jetzt habe ich die Materials fertig gemacht, aber euch nicht gezeigt, wie es geht. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich auf einmal hier lauter Materials habe, Lucy schon alle Materials angelegt habe. Ich werde es euch jetzt zeigen. Ihr wollt es nur vorher gesagt haben, nicht, dass sich einer wundert, was ist hier los. Wir haben Lucy nochmal ohne Materials. Ich habe sie einfach nochmal in die Szene geladen, deswegen haben wir zwei. Und wir machen einfach ein neues Material, wo ich einfach nochmal alles erkläre. Wir gehen hin, Create, Material. Und wir haben hier ein neues Material. Ihr könnt das benennen, wie ihr es möchtet. Was ihr beachten müsstet, wir wollen diese Charaktere ja in anderen Programmen wie VisiFace, Wupp und was weiß ich alles nutzen. Und da funktioniert nicht jeder Shader. Ich weiß, der Standard-Shader funktioniert in so gut wie allen und ich weiß, der VM-Toon-Shader funktioniert in so gut wie allen. Mit den zwei Sachen werdet ihr keine Probleme haben. Je nachdem, was für einen Shader ihr habt, habt ihr ein paar mehr Vor- und Nachteile. So, wie gesagt, hier ist der Standard-Shader. Der ist ein bisschen komplexer aufgebaut. Der bedarf auch ein bisschen mehr Wissen, was jetzt halt eine Metallic ist, Normal, Height und so weiter, was da jetzt alles gemeint ist. Da gehe ich jetzt halt nicht drauf ein. Das ist halt ein bisschen komplexer, ein bisschen deeper. Wir machen es uns einfacher. Wir gehen halt in den VM. Den Toon Shader. Ich persönlich mag den Toon Shader auch ganz, ganz gerne. Den habe ich in so gut wie allen meinen Modellen drauf, weil ich den einfach optisch nice finde. Wir haben hier einige Optionen zur Auswahl. Keine Angst, es ist alles schlimmer, wie es aussieht. Das hier ist noch sehr gut verständlich. Wir gehen einfach der Reihe nach durch. Oder nicht unbedingt der Reihe nach. Wir machen einfach erstmal eine Textur drauf, dass wir ein bisschen was zum Gucken haben. Wir haben hier unter Color eine Textur, das ist unsere Base Color. Da kommt einfach unsere Textur an sich rein. In dem Fall, mir gehen am meisten Sinn, macht glaube ich der Körper. Da mache ich den da mal rein. So, dann haben wir einmal die Textur für die Farbe an sich und in dem Fall für eine Shader-Farbe, der über einen Multiply funktioniert. Sprich, der legt einfach nochmal ein bisschen Farbe oben drauf. Den packen wir an die richtige Position. In dem Fall halt der Körper. Und dann gehen wir als erstes mal, weil wir es hier halt offen haben, in den Schatten. Und ihr seht, von hinten, da wir Licht von vorne haben, haben wir hinten den Schatten. Können wir hingehen, okay. Für alle, die den Schatten nicht haben wollen, geht auf Weiß, dann ist er weg. Das ist bei Multiply und Weiß ist einfach nicht da. Dann habt ihr den Schatten nicht drinne. Für alle, die den Schatten wollen, wir können auch einen farbigen Schatten nehmen, so ein bisschen Cell Shading machen. Und je nachdem, was euch so gerne liegt, könnt ihr das nehmen, wie ihr das möchtet. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Blau, das sieht man ganz gut. Sagt, es hat jetzt für euch persönlich, was euch gefällt. Da wir ja schon direkt beim Shader sind, gehen wir unter Light. Da können wir einstellen, ja, wie soll unser Schatten jetzt aussehen? Soll das eher ein scharfer Schatten sein oder ein doch weicherer Schatten? Oder wir haben hier unter Advanced Setting noch ein paar mehr Sachen, die wir einstellen können. Und einfach mal durchgehen, was euch persönlich gefällt, was für euer Modell funktioniert. Das ist halt zu einem halt Sache des Modells und zu einem Geschmackssache. Je nachdem, was euch gefällt, probiert euch aus und guckt einfach, was für euch gut aussieht. So, wir haben endlich ein bisschen Farbe drauf, wir haben eine Base Color drauf. Jetzt wollen wir einfach mal von oben nach unten durchgehen. Wir gehen als erstes ins Rendering, in den Mode. Da wird einfach nur geklärt, wie unser Material angezeigt wird. Momentan ist es opak, ist halt immer das Standard-Ding drin, das heißt, es ist nur die Base-Color drin, es ist keine Alpha drin. Für alle, die sich fragen, was eine Alpha ist, wenn ihr ein PNG aufmacht, einfach die Sachen, die ausgeschnitten sind, die durchsichtig sind, das ist eine Alpha. Das ist halt einfach, ja, Sachen sind ausgeschnitten mit einer Transparenz.
Die können wir auch in unser Material übernehmen. Wie gesagt, ich habe gerade gesehen, hier ist was ausgeschnitten. Aber hier ist das irgendwie nicht vorhanden. Hier ist noch alles da. Liegt einfach daran, dass es das noch im Park ist. Wir gehen einfach mal in die Klamotte rein. So, es ist hier da. Das müsste eigentlich ausgeschnitten sein. Wenn ich das hier einfach auf Cutout stelle, ist auch das ausgeschnitten, was ausgeschnitten ist. Das habe ich in dem Fall gemacht, um es mir ein bisschen leichter zu machen. Einfach, dass keine Körperteile durch Klamotten durchglitschen. Habe ich es einfach weggeradiert, ausgeschnitten. Ist halt für mich jetzt persönlich leichter, dass ich halt das Modell an sich nicht verändere, keine Polygone lösche, falls ich halt Klamotten ändern möchte. Und ich eventuell die Körperteile ja wieder brauche. Wenn ich ihr, was weiß ich, ein anderes Oberteil gebe, wo man einfach die Teile sehen würde, die ich irgendwo ausgeschnitten habe an der Seite oder so, wäre ein bisschen doof, wenn die weg sind. Habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich mache die Polygone nicht weg, ich lasse sie da, aber ich ja, radiere die halt in der Textur aus, dass sie halt nirgendwo durchglitten könnten. Kann man machen. Gerade wenn man halt mehrere verschiedene Klamotten hat, macht das tatsächlich Sinn, dass man da einfach ja, ein bisschen Variation hat, dass man einfach nichts weglöscht, was man eventuell brauchen könnte. Man weiß es ja nicht, ob man andere Klamotten haben möchte oder sonstige Geschichten. Wir können auch auf Transparenz gehen, ist halt dann vorhanden, wenn ihr halt eine Graustufenalpha habt, wenn ihr halt irgendwas nicht direkt ganz wegschneiden möchtet, sondern einfach nur ja, transparent machen möchtet, wo man durchschauen kann, weil ihr habt einen Ballon oder Glas oder irgendwas, wo man halt einfach durchgucken kann, was halt aber auch nicht ganz weg ist. Dann könnt ihr transparent gehen. Falls ihr Transparenz nicht habt, geht am besten immer auf Cutout, ist ein bisschen optimierter, weil es muss nur gucken, ist es da oder ist es nicht da und entscheidet sich dann. Bei Transparenz geht es einfach durch die Graustufe durch. Wie viel Prozent davon ist sichtbar? Von 0 bis 100. Muss dann halt mehr gucken, ist ein bisschen mehr Leistung. Gerade wenn ihr ein bisschen schwächeren PC habt, kann das eine Möglichkeit sein, einfach die Leistung ein bisschen zu verstärken, indem ihr einfach auf Cutout oder am besten optimiertesten Opak geht. Wie gesagt, das ist eine Sache, wie man einfach ein bisschen optimiert arbeiten kann, dass es eventuell auch besser läuft auf schlechteren PCs. Jetzt kommen wir zum Kallmod. Ist halt wichtig für Leute, die halt gerade lange Textilien haben, die halt einfach Backfacing haben. Sprich, 3D-Meshes funktionieren so, Faces werden bei vielen Programmen nur von einer Seite angezeigt, die andere Seite ist unsichtbar, wenn man es ihm nicht anders sagt. Und das ist jetzt dafür, ist der Kallmod da, wo man das ändern kann. Blender ist jetzt weniger das Problem, Blender hat dieses Backfacing nicht. Aber halt so gut wie alle anderen Programme haben das halt auch, dass halt nur eine Seite des Faces angezeigt wird. Damit können wir das verändern. Das heißt, ihr habt einen Umhang, der ist halt sehr lang. Man kann halt von innen dagegen gucken. Normalerweise würde er nur von der Rückenseite aus sichtbar sein, aber halt nicht die Innenseite, die halt zum Körper hin zeigt. Ist ein bisschen doof, können wir halt hier anpassen, indem wir sagen, okay, wir machen das aus. Dann seht ihr schon, aha, das, was eben ausgeschnitten war, was nicht sichtbar war, ist jetzt sichtbar. Ist halt gerade, wie gesagt, für Textilien ganz nützlich, für T-Shirts, wo man durchguckt, für Umhänge ist das ganz gerne. Da muss man keine zwei Meshes machen, dass man das sieht. Dann sagt man, okay, ich mache einfach den Cutout-Mode aus und dann funktioniert das. Man kann auch lustige Sachen machen, indem man sagt Front. Und dann habt ihr sowas Lustiges. Kann einem helfen, falls ihr tatsächlich ein komplettes Mesh falsch rum rein importiert habt, weil man es im Blender nicht sieht. Das ist ein bisschen komisch. Oder weil ihr einfach mal ein neues ausprobieren möchtet, weil das sieht doch schon sehr schräg aus. Dann haben wir das wieder auf Off und haben es wieder normal. Und das nächste auf unserer Liste ist Emissive. Emissive kann man übersetzen mit einem Eigenleuchten. Ich glaube, das ist am sinnvollsten zu übersetzen. Geht mal, wenn man hingeht und sagt, okay, ich mache eine Farbe rein, es leuchtet dann einfach. Umso höher ihr seid, umso mehr an Weiß ihr seid, umso stärker leuchtet es. Umso näher ihr an Schwarz seid, umso weniger leuchtet es. So kann man das halt sich grob vorstellen. Man kann auch hier einfach eine Textur reinpacken, die leuchtet dann halt einfach in der Farbe, in der ihr sie reinladet. Oft macht man das so, gerade bei der Emissive, bei der Textur, dass man halt eine Graustufe reinlädt. Sprich, schwarz ist nicht leuchtend und umso weißer es wird, umso stärker leuchtet es und die Farbe stellt man halt hier drüber ein. Man kann aber auch hingehen und sagen, okay, ich mache einfach komplett eine Farbe rein. Ist ein bisschen schwieriger, das dann abzuschätzen, wie stark es leuchtet. Muss man ein bisschen Erfahrung haben oder halt andere Programme, die einem das anzeigen. Ich persönlich nutze Emissive gerne für die Augen. Machen wir das mal so für die Augen. Die leuchten bei mir so ein bisschen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Ich habe hier einfach die Pupillen nochmal als Emissive drinne und einfach ein bisschen hellblau leuchtend. Dann habe ich halt diesen Leuchteffekt. Wenn es jetzt ein bisschen dunkler wäre, würde man das besser sehen. Ich persönlich finde das ganz schön. Das kann aber jeder für sich entscheiden, wie er das dann haben möchte. So, dann kommen wir zum Rim. Jetzt haben wir unser Licht an sich erstmal, unser Rimlight, also unsere ja, Lichtkante nenne ich es jetzt einfach mal. Weil manche Sachen kann man sich halt echt schwer übersetzen. Gehen wir einfach hin, machen dann
weiß, weil Licht an für sich immer hell ist. Und auch hier wird ein bisschen ausprobiert. Wie mache ich das, dass das am besten aussieht? Kann man sich dann halt einfach zurecht machen, wie man das halt möchte. Wie gesagt, einfach komplette Geschmackssache. Das nächste, was wir haben, sind Outlines. Das sind halt auch ja, die Außenlinien. Da haben wir zwei verschiedene Versionen, wie diese erstellt werden können. Einmal die Word Coordinates. Funktioniert meiner Meinung nach weniger gut bei solchen VM-Charakteren. Gerade hier an so dünnen Sachen wie den Fingern. Sieht das doch manchmal, wenn man halt nicht gerade durchklickt, etwas seltsam aus. Selbst wenn man das schmäler macht, hat man auch immer hier so komische Sachen. Kann ganz gut funktionieren, wenn ihr Charaktere, so Cartoon-Charaktere habt mit anderen Proportionen, kann das vielleicht besser funktionieren. Ich persönlich finde, für die Rebirth-Charaktere funktioniert das Scene-Coordination ein bisschen besser. Dann habt ihr nicht so ganz so viele komische Sachen, wie ihr eben bei den Fingern hattet. Da funktionieren dünnere Sachen besser. So grob kann man sagen, Scene funktioniert bei vielen dünnen Sachen besser und World funktioniert bei dickeren Sachen besser, wenn man so will, so grob zusammengefasst. Auch hier kann man sagen, okay, ich will hier irgendwie eine andere Farbe drin haben. Ich mache das jetzt einfach mal aus Gründen rot. So, dann haben wir noch einen Reiter, der jetzt für uns erstmal nicht so wichtig ist, weil er eher für Muster zuständig ist und nicht für so unique Texturen, die halt direkt auf das Modell zugeschnitten sind. Aber er ist halt vorhanden. Ich will ihn einfach erwähnt haben, indem ihr halt einfach Tiling, also die, wie groß ist eure Textur, wie klein ist eure Textur auf dem Modell, könnt ihr hier anpassen. Ihr könnt das auch animieren. Dazu werde ich später mal ein vereinzeltes Video machen, weil das doch ganz spannend ist für Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben. Kann das eine ganz coole Sache sein. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, wie man sein Modell aufsetzt, damit es halt auch wirklich gewollt aussieht und nicht seltsam. Ist nicht ganz so einfach. So, das Ganze machen wir jetzt einfach für das ganze Modell. Damit wir das aber nicht alles nochmal einzeln einstellen muss, dass auch alles gleich ist, können wir hingehen, auf unser Material drücken, Steuerung D und dann habt ihr das kopiert. Und in dieses Kopierte können wir dann hingehen und sagen, okay, ich packe da jetzt mein Gesicht rein und habe dann halt das Gesicht. So habt ihr das einfacher und dann könnt ihr halt hingehen und sagen, okay, im Gesicht stört mich die blaue Farbe und ich mache das anders. Oder ich habe für die Haare anstatt blau ein Grau drin. Könnt ihr so dann anpassen, so habt ihr es ein bisschen leichter, da müsst ihr nicht alles direkt genau übernehmen. Okay, so. Nachdem wir unsere ganzen Materials erstellt haben und an die richtigen Stellen gepackt haben, müssen wir noch ein bisschen was anderes vorbereiten. Dazu gehen wir wieder auf unser Asset, auf unsere Lucy. Wir gehen auf Rigging. Da müssen wir hier erstmal einstellen, dass das ein Humanoid ist. Und das Applyen. Ja. Wichtig ist, dass er halt diesen Schritt macht, sonst funktioniert es mit dem Konvertieren nicht. Wir müssen hier spezifisch sagen, das ist jetzt ein Humanoid, das ist ein Mensch, der hat zwei Arme, zwei Beine, Torso und Kopf. Und wir müssen auch gucken, ob Unity unsere Modelle jetzt richtig zuordnet haben, unsere Bones, dass halt auch wirklich alle Teile da sind, wo sie hingehören. Dazu gehen wir dann in Konfigurieren. Dann geht hier ein Bild auf. Wir haben es auch hier schon mal ganz gut. Ich sehe hier schon auf den ersten Blick, er hat schon wieder die Schulter nicht gefunden. Das passiert bei mir öfters, aber kein Problem. Wir gehen einfach mal nach durch. Gucken, Hüfte ist Hüfte, Bein ist Bein, Chest ist Chest. Aber Chest habe ich keinen. Ist aber bei meinem halt tatsächlich so richtig. Ich habe halt hier Hüfte, hier ist Spine 1, dann kommt der Chest. Da dazwischen habe ich nichts. Eventuell, je nachdem, wie euer Modell aufbaut, habt ihr die vielleicht, habt ihr nicht. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ob er Chest ist halt optional, ist nicht so wichtig, der kann fehlen. Ich kriege hier angezeigt, ja, mir wurde schon wieder meine Schulter verschwiegen, dann gehe ich hin. Ich finde es persönlich so einfach, einfach durchzugehen, okay, wo ist jetzt meine Schulter? Hier ist Schulter, linke Schulter, okay, das passt. Ich ziehe sie einfach hier hin. Arm passt, Ellenbogen passt, Wrist passt. Schulter, Arm, Ellenbogen, Wrist. Leg, Knie, Enkel, Toe. Leg, Knie, Enkel, Toe, das passt. Jetzt gehe ich in den Kopf. Nacken ist Nacken, Head ist Head. Linkes Auge, rechtes Auge. Ein Jaw habe ich nicht, aber hier ist ein Haar drin. Der gehört da nicht hin. Dann gehe ich hier hin auf diesen Kreis. Und sage, none, was halt einfach nichts heißt, da ist nichts angelegt, ist okay. Dann gehe ich die Hand durch, Daumen, Index, Mittel, Ring, kleiner Finger, Daumen, Index, Mittel, Ring, klein. Passt alles okay. Dann gehen wir auf Apply und dann auf Done. Okay. Dann haben wir für dieses Asset erstmal alles getan, was wir machen müssen. Wir haben Materials angelegt und wir haben ihm gesagt, unsere Rig ist halt ein Humanoid-Rig und diese Bones haben diese Funktion. Das ist das, was wir halt für den ersten Durchlauf brauchen. Dann gehen wir hin, klicken auf unser Modell, gehen auf VM0,
Export Frame 0 und füllen das aus. Falls ihr das in Japanisch habt, was wahrscheinlich der Fall sein würde, man kann es hier oben umstellen auf Englisch. Und dann kriegt ihr gesagt, okay, diese Information müsst ihr angeben, das andere ist optional, das könnt ihr. Ihr könnt hier ein Bild reintun. Ja, da nehme ich das. So, dann packe ich das hier rein. Gebe einen Titel an. Einfach Test, Version 2, Autor. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, hier noch eine Kontaktinformation, eine Referenz hinzufügen. Ihr könnt ja einstellen, wer darf dieses Modell benutzen. In meinem Fall nur ich, nur der Autor. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ich möchte nur bestimmte Personen dürfen das haben oder jeder darf es haben. Wenn ihr das für die Öffentlichkeit freigebt, solltet ihr euch die unteren Punkte auch nochmal anschauen. Ist es erlaubt, für Gewalt das Modell zu nutzen oder für sexuelle Sachen oder auch für kommerzielle Sachen? Sprich, darf jemand mit dem Modell Geld verdienen, indem er das halt in Videos, in Bildern oder so nutzt? Könnt ihr sagen, ja oder nein? Ihr könnt auch bestimmte Regeln selber festlegen, indem ihr dann halt eine URL verlinkt, wo ihr das abgespeichert habt. Und es gibt auch nochmal spezielle Lizenztypen. Je nachdem, welchen Typ ihr auswählt, gibt es halt Copyrights-Dinger. Ich habe bei mir halt in dem Modell drin, Verbreitung ist verboten. Es gibt dann halt auch noch der Klassiker CC-BY, ist halt das normale Fair-Use-Ding, was man so kennt aus Amerika, wo dann halt, solange der Ersteller genannt wird, dürfte damit halt machen, was euch beliebt. Gibt halt natürlich mehrere Varianten, aber da solltet ihr euch selber ein bisschen durchlesen. Ihr könnt sie einfach googeln, ihr seid hier im Internet. So, dann wird das exportiert. Und wir packen das direkt wieder in unsere Szene drinne. Ich bin hier in Lucy Test VM, das ist mein Projekt, mein Unity-Projekt. Ich packe das direkt in Assets, in Lucy. Ich mache das Convert Lucy. Und das wird exportiert. So, wie ihr seht, habt ihr jetzt ein paar mehr Ordner. Deswegen war es wichtig, dass wir direkt den Import in unsere Unity Engine machen, damit wir einfach diese Sachen auf jeden Fall kriegen, weil die sind jetzt für den weiteren Verlauf wichtig. Die brauchen wir, dass wir das halt final rausrendern können, dass es halt auch problemlos in allen Programmen funktioniert. So, unsere FBX-Datei hat jetzt fürs Erste genüge Arbeit geleistet. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir brauchen unsere konvertierte Datei auf gleichem Weg einfach hinein. Dann, wie ihr auch direkt sehen werdet, unsere Sachen sehen schon ein bisschen anders aus. Wir haben andere Informationen, die wir jetzt unserem Format einteilen können. Und diese Informationen können wir auch nur durch das Plugin jetzt unserem Modell geben. Deswegen war es wichtig, dass wir es halt noch einmal konvertieren in halt unsere Unity Engine, bevor wir es halt endgültig rausrendern zum Nutzen. Hier stellen wir jetzt noch ein paar weitere Sachen ein. Wir gehen als Erstes mal in die Blendshapes. Ihr könnt einfach hier Blendshapes suchen, geht Doppelklick drauf und dann habt ihr hier so einen komischen Bildschirm. Das sind jetzt einfach eure Blendshapes, eure Gesichtsausdrücke, wie sie halt genutzt werden. So, jetzt sind wir in den Blendshapes. Hier geht es darum, dass wir unsere Gesichtsausdrücke halt einfach einteilen, dass einfach das nächste Programm weiß, bei welchem Wortlaut wird welches Gesichtsausdruck benutzt oder halt auch für Hotkeys-Sachen, wenn man halt was ihr sich auf VC Face, auf WUP irgendwo sich Hotkeys gemacht habt, dann passiert das und das. Das legen wir alles hier fest, einfach welche Mimik wann passiert. Wichtig ist, dass neutral tatsächlich was drin ist, dass es jedes Programm weiß, okay, neutral, also das Standardgesicht ist das neutrale Gesicht, das ist wichtig. Wir tun das ein bisschen ausfahren. Wir haben halt hier die ganzen Sachen, wie sie sind aus ReWorld Studio. Die haben immer hier so ein komische Naming Convention. Ich werde euch bei Gelegenheit auch mal ein Tutorial zeigen, wie man halt Blendshapes selber machen kann, wenn ihr halt zusätzlich welche haben möchtet. Wir gehen jetzt die Standarddinger mal durch. Neutral wird angestellt. Dann gehen wir einfach dem nächsten in A. Dann suchen wir uns das A raus. Das haben wir auch irgendwo hier. A. Schöne ist hier, wir können auch noch mal ein paar Feinjustierungen annehmen, wenn uns zum Beispiel die komplette 100% nicht gefallen, können wir sagen, okay, dann gehe ich halt auf 78% und das ist mein finales A. Also könnt ihr ein bisschen was tweaken, wenn ihr halt nicht zufrieden seid, wie das Gesicht aussieht. Dann kann man sich ein bisschen was zusammenbasteln, wenn einem halt einfach die generellen Sachen, die man halt aus ReWorld Studio hat, nicht immer gefallen. Kann man so ein bisschen anpassen. So, wir haben hier auch die Option, in welche Richtung wird geguckt. Es kann zu einem unterstützend wirken für unsere Augenbewegungen, die ich euch noch zeige, wie man die einstellt. Oder für Leute, die es nicht richtig hinbekommen haben oder es nicht richtig funktioniert, das Eye-Tracking.
kann man auch so ein bisschen mogeln und sagen, okay, die komplette Augenbewegung wird über Blend Shapes gesteuert, dass ich sage, okay, Augen bewegen sich halt so mit. Funktioniert auch, kein Problem, kann man machen. Wie man halt das normale Augentracking macht, zeige ich euch auch gleich. Nur, dass man das ein bisschen erklärt hat. Okay, wir haben jetzt die Standarddinge alle ausgefüllt. Wenn ihr noch ein paar mehr Blend Shapes haben möchtet, weil wir haben unter anderem hier nochmal ein Surprise, einen überrascht. Gehen wir auf Create. Und dann geben wir ihm einen Namen. Und kriegen halt hier direkt einen neuen Reiter, in dem wir dann halt das auch noch anlegen können. So, an und für sich könnt ihr auf diese Art und Weise halt unendlich viele Blend Shapes an euer Modell dran machen, wie ihr es halt für nötig haltet, wie ihr es lustig findet, wie ihr halt Lust und Laune habt. Das hier, was ich euch gezeigt habe, sind die Blend Shapes, die man braucht, um problemlos mit einer Webcam zu streamen. Die Webcam an sich ist halt die Methode, die am wenigsten Informationen verarbeitet. Also die Webcam verglichen mit anderen Tracking-Methoden nimmt halt wenig Informationen auf, weil halt, ja, Webcams halt vom Prinzip her eigentlich nicht dafür ausgelegt sind zu tracken, aber man kann sie ein bisschen austricksen, dass halt auch verschiedene Punkte halt getrackt werden. Und wie gesagt, gerade in Verbindung mit einem Mikrofon funktioniert das eigentlich doch ganz gut. Ja, für die Leute, die halt andere Methoden noch zusätzlich haben, weil sie bestimmte Tracking-Headsets haben, VR-Headsets oder halt gar übers iPhone. Die neuesten iPhones haben mit ihrer Tiefenwahrnehmung einfach eine der besten Tracking-Methoden, die es zurzeit gibt. Dementsprechend, weil man einfach so wahnsinnig viel mehr Informationen tracken könnte, wie man jetzt über eine Webcam tracken könnte, braucht man dementsprechend auch mehr Blend Shapes, um das alles zu nutzen. Und je nachdem, was für ein Programm oder für eine App, die ihr nutzt, braucht ihr auch andere Informationen. Da müsst ihr halt ein bisschen nachlesen auf der Seite der App, was jetzt für Informationen alles getrackt werden kann und was ihr halt braucht, damit euer Modell halt einwandfrei funktioniert, so wie es halt ausgelegt ist. Wie gesagt, da kommt es halt ein bisschen auch auf die App drauf an und was ihr habt. Da gibt es halt zusätzliche Informationen. Das ist so die Basis, die Grundlage. Das ist das, was ihr mindestens braucht, um halt wirklich, wie gesagt, mit einer Webcam zu streamen, dass halt die Basis funktioniert. Aufbauen kann man immer noch später. Jetzt haben wir alle Blend Shapes festgelegt. Jetzt wollen wir uns endlich unser Eye-Tracking kümmern. Dann gehen wir hier runter und gucken, ob wir irgendwo unser Kopf finden. Wo ist er denn? Hier, Look at Head. Das brauchen wir. Wir brauchen ein Target und ein Head. Unser Target ist unsere Hauptkamera. Die packen wir da mal rein. Und unser Kopf ist unser Kopf. Wir müssen mal gucken. Master, Hip, Left. Ja, wenn wir die Hüfte runtergehen. Spine, Chest, Neck, Head. Da. Der kommt da rein. So, jetzt brauchen wir unsere Kamera. Die ist da irgendwo da hinten. Die brauche ich aber hier vorne. Komm du mal hier vorne hin. Ich brauche ich gleich. Komm, hallo, dreh dich. Schau mir in die Augen. Dann müssen wir einmal kurz Play drücken. Einmal auf die Szene wechseln. Dann können wir schauen, okay. Gehen die Augen auch so mit, wie wir das möchten. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Falls ihr nicht zufrieden seid, wie die Augen funktionieren, weil das zu wenig ist oder zu stark ist, je nachdem, könnt ihr auch gehen und sagen, hier einfach den Outliner einfach mal auspacken. Und sagen, okay, ich brauche da mehr Stärke. Was weiß ich, die Augen mehr nach oben. Dann guckt ihr, okay, Vertical Up. Mache ich hier einfach höher und stellen wir das so ein, bis es passt. Und die Zahl müsst ihr euch dann merken. Machen wir hier mal 20. Ja, so. Ich merke mir 15, 15. Ja, einfach nur überall 15. Okay. Ups. Wenn wir dann Play verlassen, ist es alles wieder auf 10. Das wird dann angepasst. So, und so hätten wir das Eye-Tracking auch schon erledigt. Ist jetzt nicht so schwierig. Ihr müsst halt immer wirklich bedenken, sobald ihr hier Play drückt, werden euch die Sachen nicht gespeichert. Ihr müsst euch die merken und dann später eingeben, wenn halt beendet ist. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Physics und dann sind wir fertig. Und die stellen wir unter Secondary ein. Der letzte Punkt, da gehen wir drauf. Ja, ich habe vielleicht doch zu klein gemacht. Dann haben wir hier das VM Spring Bounce. Wenn ihr das nicht habt, ihr könnt es auch unter Add Component, wenn ihr dann einfach eintippt, VRM Spring, ja, wenn man das richtig schreibt, dann funktioniert das auch, dann habt ihr hier VM Spring Bounce. Ich brauche es eh zweimal, also hole ich es mir direkt rüber. Man kann aber auch hingehen und sagen, okay, Copy Component und dann später Paste as New Component. Geht auch, kein Problem.
Und jetzt müssen wir eigentlich festlegen, was soll jetzt hier eigentlich mit Physics versehen werden. In der ersten Reiter mache ich Darius ein. Weiblicher Charakter ist erstmal die Bubs rein. Ich muss sie erstmal suchen. Wo sind sie? Hips, Spine. Ah, hier, Brust links, Brust rechts. Und dann haben wir hier einfach die Stiffness Force. Einfach, wie steif ist es? Da müsst ihr einfach ausprobieren, je nachdem, was euch gefällt, was für euer Modell halt sinnvoll ist. Es kommt da wirklich aufs Modell drauf an. Ich probiere es jetzt mal mit 1,5. Ihr könnt das auch hier testen. Ihr drückt Play. Geht auf euer Modell. Ach, geht auf Szene, geht auf euer Modell und probiert es aus. Ihr seht hier, boing, 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 boing. Sie bewegen sich, passt. Auch hier gilt wieder das Gleiche, solange ihr im Play seid und hier was ändert, das wird sich nicht gespeichert, das müsst ihr euch merken und halt später nochmal einfügen. Aber hier könnt ihr einfach austesten, was was tut. Wir haben hier eine Gravitation, dann seht ihr schon, ja, es wird tatsächlich Schwerkraft angestellt. Ist jetzt ein bisschen komisch bei Brüsten, aber für Leute, die halt lange Haare haben, ist das ganz sinnvoll, weil normalerweise würden die einfach straight mitgehen und so kann man halt sagen, ja, lange Haare bitte nach unten, ihr seid mit Schwerkraft versehen, bitte benehmt euch entsprechend. Wir haben auch eine Drag Force, wo dann einfach gesagt wird, okay, wie schnell wird irgendwas hinterhergezogen, ob es halt direkt hinterhergezogen ist oder ob es halt so ein kleines, ich sag jetzt mal, Delay gibt. Auch hier einfach wieder ausprobieren, ob es passt. Ja, ist eigentlich ganz okay. Dann drücken wir Play. Und alles, was wir halt geändert haben, ist halt hier normal. Oh, wir lassen es einfach bei 4, ist jetzt auch egal, ist ja eh nur zum Testen. Und hier habe ich das zweite Mal für die Haare. Normalerweise würde ich hingehen und all diese Teile, die ich halt extra benannt habe, in einer extra Gruppe machen, einfach, dass ich einfach mehr Kontrolle darüber habe, was sich wie stark bewegt. Für das Zwecke des Tutorials mache ich das jetzt nicht und haue das halt einfach alles in eins rein. Auch hier stelle ich wieder meine Sachen ein, wie ich sie gerne haben möchte. Mache mich einfach bei meiner Stiffness 2 und hier mache ich 8. Auch kann ich das hier wieder testen. Auf Play. Szene. Dann suchen wir wieder den Charakter. Und guck mal. So. Funktioniert an für sich schon mal ganz gut. Nur habe ich hier das Problem. Die Haare glitschen mir in den Kopf. Das sieht nicht schön aus. Das will man eigentlich so gar nicht haben. Können wir ändern. Wir gehen in den Kopf, wir suchen uns, da ist der Kopf, Add Component und wir brauchen den Springbone Collider Group. Die muss da rein. Jetzt haben wir hier so einen komischen Kreis und so Gedöns. Ihr werdet das wahrscheinlich so haben, kann man ausklappen. Dann gehe ich einfach mal hier ein bisschen höher auf 0,1. Und wir versuchen den Kopf relativ gut einzukreisen. Machen wir mal hier 5 draus. 0,805. Ich glaube so besser. So, ich glaube, das sollte ganz gut funktionieren. Das muss man ein bisschen testen, aber vorher müssen wir denen erstmal sagen, okay, du bist für diese Haare zuständig. Wir gehen wieder auf Secondary, klappen uns das aus. Hier sind unsere Haare. Auch hier können wir dann Collider Group unter 1 einen hinzufügen. Wir drücken auf den Kreis. Sagen, aha, hier Kopf, ja bitte, Doppelklick oder auch auf Enter, dann funktioniert das. Und jetzt ist unser Collider Group an die Haare verbunden. Jetzt wissen die Haare, okay, die müssen nach dem gucken. Jetzt können wir schauen, funktioniert das denn alles so, wie wir es brauchen. Die Haare stehen nicht weiter ab. Ja, Szene. Überwägen wir das so ein bisschen. Und die Haare, ja, glitschen auch nicht rein, aber ich sehe, da, hier vorne. Die stehen doch, glaube ich, ein bisschen ab. Dann können wir mal gucken. Da ist der Kopf. Ja. Auf 4 passt es. Okay, weiß ich Bescheid. So. Jetzt haben wir auch unsere Physics drin. Heißt, unser Modell ist jetzt fertig, dass wir final raus exportieren können. Wir sind zufrieden mit dem, was es tut, was es kann. Wir klicken auch hier wieder auf unser Modell. VM0. Export. Gucken, stimmt das so? Kann man das so nehmen? Ja, ich sag, passt. Export. Das müssen wir jetzt nicht wieder in Unity zurück importieren, weil wir das finale Version haben. Das könnt ihr abspeichern, wo immer ihr das möchtet, wo ihr es halt auch findet. Ich packe mir das unter Bilder. Einfach, keine Ahnung. Ich überspeichere das, das war für ein anderes Tutorial. Ist ja eh zum Zwecke des Tutorials nur notwendig. So.
Und das war's auch schon. Und jetzt können wir den Charakter auch nutzen. Machen wir das doch gleich mal und gucken einfach mal, ob es auch funktioniert. So, einmal Tesla auf NPC Face. Funktioniert auch an für sich. Erstmal fürs Erste ganz gut. Mund bewegt sich, es wird geblinzelt. Ja. Collider Group habe ich, glaube ich, ein bisschen groß eingestellt. Das muss ich nochmal drüber bearbeiten. Dass, ja, solche Sachen passieren halt. Je nachdem, welche Programme ihr nutzt, kann es halt kleine Unregelmäßigkeiten geben. Auch wie ihr seht, das Lineout ist halt doch deutlich dünner, wie es in Unity den Anschein hat. Aber ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir. Ich persönlich bin immer noch kein Fan von dem Rimlight, aber das ist halt Geschmackssache. Da steht richtig drüber streiten. Ja, dann hoffe ich, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt, ihr habt Spaß und ja, ihr nutzt es, um eure eigenen Charaktere zu erstellen, aufzuwerten oder halt ins Leben zu rufen. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial.